Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei den rationalen Zahlen und diese werden wir heute multiplizieren, also mal rechnen. Und wir fangen mit den vier Grundregeln an. Und keine Sorge, das ist super einfach. So, plus mal plus ergibt plus. Plus mal minus ergibt minus. Und minus mal plus, kennt ihr hier, ist das gleiche, ist auch minus. Und jetzt die Besonderheit, minus mal minus ergibt plus. So, das brauchen wir immer wieder. Das müsst ihr euch einfach merken. Geht nicht anders, merken. Und jetzt fangen wir ganz einfach an. So, und wir fangen wirklich einfach an. Wir rechnen nämlich jetzt 3 mal 5. Ja, auch das sind rationale Zahlen. Wir könnten jetzt auch sagen, plus 3 mal plus 5, beide Zahlen sind positiv, und 3 mal 5 sind 15. So, logisch, fertig. Jetzt verändern wir eine Kleinigkeit. Minus 3, wir setzen das mal in Klammern, mal 5. Okay, so, wir könnten jetzt sagen, wir haben 3 Euro Schulden und das bei 5 verschiedenen Leuten. Manchmal kann man sich das so besser merken. Aber vom Rechenweg her rechnen wir wieder 3 mal 5, das sind 15. Und jetzt haben wir ein Minuszeichen, also das Minus davor. Weil Minus mal Plus ergibt Minus. Okay? So, wichtig ist, das gilt in beide Richtungen. Auch bei 3 mal minus 5. 3 mal 5 Schulden sind zusammen 15 Schulden. Also 15. Bitte denkt dran, die Klammern muss man immer dann setzen, wenn man 2 Rechenzeichen nebeneinander hätte. Das darf nicht sein. Okay, so weit, so gut, so logisch. Weiter geht's. Machen wir es etwas komplizierter. Jetzt rechnen wir minus 7 mal minus 3. Als erstes wieder einfach die Zahlen. 7 mal 3 sind 21. So, minus mal minus hatten wir gerade eben. Minus mal minus ergibt Plus. Braucht man nicht hinschreiben. Also fertig. Darf man ein Plus hinschreiben? Ja, darf man. Aber macht man halt nicht. Noch eine Aufgabe. Minus 7 mal 2. So, wieder als erstes. 7 mal 2 sind 14. Minus mal Plus ergibt Minus. Also auch wieder fertig. Okay, ist doch gar nicht so schwierig, also machen wir es schwieriger. Jetzt kommen die Dezimalbrüche ins Spiel. Minus 4, setzen wir es ruhig in Klammern, mal 1,2. Also wir haben eine Kommazahl, wie wir sagen. Und wie rechnet man das jetzt? Naja, man rechnet das einfach erstmal ohne Komma. Wir können jetzt eine Nebenrechnung machen und sagen einfach, aha, wir rechnen jetzt hier 4 mal 1,2. Kennt ihr schriftliches Multiplizieren? Strich drunter. Und dann rechnet ihr 1 mal 4 sind 4, 2 mal 4 sind 8. Und jetzt noch ganz wichtig, die Regel, ne, kennt ihr sie noch? Zähle die Kommastellen. Kommastellen. So, wie viele Kommastellen hat die Aufgabe? Da. Eine, also hat das Ergebnis auch eine. Und dann sind das 4,8. So, das war unsere Nebenrechnung. Dann können wir hier oben schon 4,8 hinschreiben. Jetzt aber wieder die Grundregel. Minus mal plus ergibt minus. Und dann kommt daraus minus 4,8. So funktioniert das mit den Kommazahlen. Machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Dieses Mal 2 Kommazahlen. Minus 4,1, ich setze in Klammern, mal 2,2. Hier ist eine Kommazahl, hier ist eine Kommazahl. Okay, was machen wir jetzt? Wir machen genau das Gleiche. Wir schreiben wieder mit einer Nebenrechnung 4,1 mal 2,2. Manche Lehrer möchten, dass da NR vorsteht. Macht ihr, wie ihr wollt. So, Strich drunter. Und jetzt, so wie wir es gelernt haben, 2 mal 1 sind 2, 2 mal 4 sind 8. 2 mal 2 sind 2, 2 mal 4 sind 8. Jetzt wieder unsere Regel, wie gerade eben, zähle die Kommastellen. Eine Kommastelle, noch eine Kommastelle. Das heißt, unser Ergebnis hat 2 Kommastellen.
Alles klar, addieren. Nix und 2 ist 2, das sind 10 und 1 sind 9 und 2 Kommastellen. Das heißt, das Ergebnis ist 9,02. Das schreiben wir jetzt hier oben hin, 9,02. Und jetzt wieder gucken, Minus mal Plus ergibt Minus. Und dann haben wir das auch geschafft. Okay, fehlt nur noch eins, die Brüche. Also fangen wir ganz einfach an. So, wir rechnen minus 2 mal 1 Viertel. Ich schreibe es jetzt ganz bewusst so, denn das ist auch die Lösung. Wenn ihr solche Aufgaben habt, dann rechnet ihr einfach minus 2 mal 1. So, und 2 mal 1 sind 2, minus mal plus sind minus und den Bruch schreibt ihr dann einfach drunter. Aufgabe fertig. Achtung, manchmal kann man noch kürzen. Dann ist das minus 1,5. Ne? Hier kann man durch 2 kürzen und hier auch. Dann sind wir fertig. Also immer aufs Kürzen achten. Okay, noch eine Aufgabe. 2 mal minus 1,5. So, es ist übrigens total egal, ob das Minus unten, oben oder in der Mitte steht. Weil es ist dann immer Minus. So, und auch hier wieder 2 mal 1. Das sind 2 und hier unten steht nur eine 2. Wenn ihr wollt, könnte man jetzt ja hier auch eine 1 hinschreiben. Das wisst ihr, ne? Und dann würde hier auch stehen 1 mal 2 sind 2. So, Plus mal Minus ergibt Minus. Tja, und 2 halbe oder 2 Zweitel, sagen ja manche, ist natürlich 1 und das Zeichen Minus 1 und dann haben wir das auch fertig. Ihr seht, so schwierig ist das gar nicht. Eins machen wir noch, nur damit wir es gesehen haben. 1/8 mal minus, was nehmen wir? 1/3. Das ist ganz normales Brüche multiplizieren. Also Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Hier rechnen wir 1 mal 1 ist 1, 8 mal 3 ist 24. Strich drunter und jetzt ganz wichtig, Plus mal Minus ist Minus. Fertig, erledigt. Okay, zum Schluss machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Also, dieses Mal rechnen wir 1,1 mal 1/4. Na, was das denn? Gut, wenn es gar nicht geht, dann rechnen wir diesen Bruch einfach in einen Dezimalbruch, also in eine Kommazahl um. Also 1 geteilt durch 4. Eine Nebenrechnung. Nebenrechnung. Wie oft passt die 4 in die 1? Gar nicht. Also, dann haben wir die 10 und setzen Komma. Wie oft passt die 4 in die 10? 2 mal sind 8, sind 2, sind 0. Wie oft passt die 4 in die 20? 5 mal. Und das sind 0. Und dann wissen wir, aha, 1/4 ist 0,25. Gut, dann schreiben wir 1,1 mal 0,25. Strich drunter. Und jetzt kennt es schon wieder eben, ne? So, 0 mal 1 ist 0, ist 0, 2 ist 2, ist 2, ist 5 und 5. Strich drunter. Sind 5, sind 7, sind 2, sind 0. Und jetzt die Kommastellen. 1, 2, 3. Also kommt hier das Komma hin. Und das ist dann unser Ergebnis. Und dieses Mal haben wir Plus mal Plus. Also ist das Ergebnis 0,275. Und dann haben wir die Aufgabe auch geschafft. So, jetzt habt ihr eine Übersicht gesehen über die gängigen Aufgaben aus dem Bereich rationale Zahlen multiplizieren. Ich denke, ich habe euch alles gezeigt und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Okay, das war's.